Glück auf Schatz aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, für euch heute wieder live am Start. Ich habe ein Thema mit, aber erst muss ich was loswerden. Und zwar Leute, ich freue mich so mega, dass wieder draußen die Sonne rauskommt. Einfach schönes Wetter, die Sonne lacht mir ins Gesicht, dann lache ich auch selber und mein Herz natürlich auch, ihr wisst wie das ist. Einfach mit Freunden mal wieder grillen, bisschen rausgehen, Party machen, Club mal abhängen oder einfach mal wieder ein Stück Motorrad fahren. Ich habe das einfach so vermisst und ich fand, dieser Winter war irgendwie total komisch, hat sich ewig hingezogen. Und als bei uns zu Ostern nochmal Schnee kam, so viel, dass ich 2 Stunden Schnee schaufeln musste. Ey Leute, da hatte ich echt die Faxen dicke, weil da eigentlich schon die Motorradsaison begonnen hat. Ich habe jetzt auch Instagram, also vielleicht hat der ein oder andere schon, ja, das mitbekommen, beziehungsweise folgt mir. Ich werde einfach mal ein paar Bilder posten, weil ich da einfach mal Bock hatte. Das sah irgendwie interessant aus. Ich habe mich zwar nie wirklich dafür interessiert, beziehungsweise mich damit beschäftigt. Und ja, ich werde jetzt einfach mal anfangen, Instagram einfach ein bisschen zu benutzen, neben Facebook und Twitter. Ja, Twitter nutze ich eigentlich auch nicht viel, da muss ich mich auch mal irgendwann dahinter klemmen, aber ich habe einfach überhaupt keine Zeit momentan. Ist auch scheißegal, also wenn ihr Bock habt, dann folgt mir einfach mal, wenn nicht, ist auch gut. Ich freue mich einfach, dass wieder Sommersonne satt kommt und ich habe natürlich auch ein Thema für euch heute mit. Das ist eher ein Thema, ich habe mich diesmal nicht so vorbereitet wie sonst normalerweise, sondern es ist eher ein Thema, wo ich mit euch wieder ein bisschen diskutieren will, beziehungsweise würde ich mich freuen, wenn ihr es einfach in die Kommentare schreibt und ich dann, ja, mich 1, 2, 3, verspreche ich fürs Win, mich ein bisschen mit euch darüber unterhalten kann. Und zwar habe ich halt gelesen, beziehungsweise auch so bei Informationen, ja, YouTube soll eventuell Geld kosten, ist ja noch nichts bestätigt und so weiter. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile, ja, bestätigt worden ist. Auf jeden Fall geht es mir einfach mal um den Gedanke. Ich meine, auf der einen Seite kann man sich vorstellen, dass sowas funktioniert, denn Twitch funktioniert auch in der Art und Weise irgendwie. Also man kann ja da auch einfach, ja, sag ich mal, wenn man jemand abonniert oder wie man auch immer dazu sagt, kann man da Geld spenden, beziehungsweise spendet man Geld oder bezahlt Geld dafür, dass man dann alle Informationen und so weiter bekommt. Das gleiche könnte ich mir auch vorstellen, dass das Ganze auf YouTube funktionieren würde. Aber das große Problem, was ich daran sehe, dass wenn man zum Beispiel sagt, oder so wie es mal hieß, man bezahlt halt dafür und muss keine Werbung mehr schauen, ist erstmal super. Aber wie hoch ist dann wahrscheinlich die, ja, Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen kleineren YouTuber noch anguckt, wo er halt kein Abo bezahlt hat und so weiter. Und dann sagt er sich, ja, ich habe dafür Geld bezahlt, es reicht, wenn ich das angucke, bei dem anderen ist wieder Werbung. Vielleicht wird ja sogar dann die Werbung mehr, dass sie wirklich einen richtig auf den Sack geht. Und dann ist es natürlich wieder total zum Nachteil für die ganzen kleineren YouTuber, weil dann ist es noch schwieriger, irgendwie an aktive Leute zu kommen, die dann halt einfach mal vorbeischauen. Und ja, das gibt mir ein bisschen zu denken, wie das Ganze sich halt entwickeln wird. Das finde ich ein ganz interessantes Thema. Ich weiß auch gar nicht, wie weit es momentan ist. Ich habe das nur gehört und dachte mir, oh mein Gott, was wird denn jetzt auf uns zukommen? Ich meine, die großen YouTuber wird es wie immer nicht interessieren, denen ist es scheißegal, vielleicht verdient sie dadurch sogar noch mehr. Aber wieder für uns kleinen YouTuber wird es bestimmt wieder, ja, sage mal, bestimmt ein Problem werden. Es kommt drauf an, wie man das Ganze löst. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ja, ansonsten, das gibt's Neues, Leute. Ich fange so langsam an, mein zukünftiges Gaming-Zimmer ein bisschen, ja, aufzubauen. Also erst meine Eltern ihren Sachen wegbauen, weil ich habe gesagt, hey Dad, ich brauche endlich Platz, ich will wieder zocken, ich will wieder Videos aufnehmen. Und da fange ich jetzt so an, wenn ich ein bisschen Zeit habe, das Ganze ein bisschen auszuräumen, dass ich mein Zeug so langsam reinräumen kann. Und ich freue mich einfach mega drauf, wenn es dann endlich da wieder losgeht, ich mal wieder aktiver sein kann. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht auch mitgekriegt. Ich habe jetzt eine neue Internetleitung und zwar 12K Upload. Das bedeutet, Leute, ich kann streamen. Es hat doch funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Mal gucken, wie die Streams dann aussehen. Aber die werden wahrscheinlich erst kommen, wenn ich dann wirklich so weit bin, dass ich sage, hey, ich muss nicht mehr jeden Tag im Haus arbeiten, weil es einfach richtig anstrengend ist. Aber ihr wisst es ja, will ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir unten mal in die Kommentare so eure Meinung schreibt und mir einfach eine Runde mal wieder diskutieren könnt. Macht mir auf jeden Fall mega viel Spaß, das Ganze mit euch da ein bisschen auszuplaudern. Was ihr so davon denkt, was, ja, was ihr denkt, wie das Ganze aussehen könnte und so weiter, schreibt es halt, wie gesagt, einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten, Leute, soll es das auch gewesen sein. Bleibt geschmeidig, lagerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus.